Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen, an nichts hast du Mangel gehabt. So die Tageslosung aus 5. Mose 2, Vers 7. Und mit diesem Gotteswort grüßen wir Sie ganz herzlich hier von der Langen Steinbacher Höhe zu unserer Livestream-Bibelstunde. Und heute ist es wirklich auch der Lehrtext wert, gelesen zu werden. Also Gottes Wort ist es immer wert, gelesen zu werden, aber es passt auch ein bisschen in unsere Situation, was Paulus in 2. Korinther 6 sagt und schreibt. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Der Löwe und das Lamm, so lautet der Titel des ersten Liedes, das wir jetzt gemeinsam singen wollen. Und wir freuen uns, dass diese Bibelstunde nicht in irgendeinem Namen stattfinden darf, sondern im Namen Jesu, unseres Herrn und Heilands. Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor ihm. Ketten brechen, wenn zerbrochene Herzen ihn verehren. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm.
kommt, öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn, der Herr. Der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefangene frei, denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit, und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Niemand hält ihn auf, denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Ja, wie immer an dieser Stelle einige Informationen. Es ist für Sie nichts Neues, dass wir immer noch im Lockdown sind. Das heißt, wir haben einige Livestream-Angebote, können also uns immer noch hier nicht direkt versammeln, aber wir sind Gott dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Und so wird sich auch morgen Abend ein Livestream-Jungschar-Treffen möglich machen. Um 17 Uhr ist das morgen. Ja, am Spätnachmittag muss man eigentlich sagen, und am Freitag um 19 Uhr dann Livestream T-Group. Kommenden Sonntag um 10 Uhr ein Livestream-Gottesdienst mit Andreas Schäfer. Gewissen sind die Fortsetzung von dem, was er über Ostern schon gepredigt hat. Die Jünger, so hat er sein Thema überschrieben, die an Ostern die dritte Predigt hörten. Und die Textgrundlage ist Lukas 24. Und auch nächsten Mittwoch werden wir hier eine Bibelstunde haben. Norbert Rose wird über das Thema sprechen, das gefährliche Spiel mit dem Feuer. Und Sprüche 11 bildet die Grundlage für diese Verkündigung. Mit einem Bekenntnis wollen wir gesungen fortfahren, das glaube ich. Thank you.
mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Heute Abend das Thema, das Ende aller Krisen, der Auferstandene kommt wieder. Und wir lesen dazu das ganze 19. Kapitel aus der Offenbarung. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergoss. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, all seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an.
Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen ging, der auf dem Pferde saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Wir wollen beten. Vater der Herrlichkeit, Gott und Vater Jesu Christi, der du auch unser Vater bist. Danke für dein Wort. Danke für deine Liebe, deine Gnade, deine Klarheit. Danke, dass du uns in der Dunkelheit Licht geben willst, Orientierung. Danke, dass du heute Abend auch zu uns reden willst, durch dein Wort, lebendig gemacht durch deinen Geist. Und du hast Worte, die unseren inneren Menschen ernähren. Du hast Worte, die das Wesentliche, das Entscheidende, das Bleibende, das, was Ewigkeitswert hat, das, was von dir kommt, das, was dein Herz offenbart, uns zeigen und offenbaren. Und nun wollen wir dir begegnen. Wir wollen nicht eine weitere Begegnung nur mit Menschen, sondern wir wollen in dieser Stunde von dir geprägt werden, vor dir und deinem Angesicht stehen und dich bitten, dass du redest und dass du wirkst. Und du hast es zugesagt, dass wo zwei oder drei versammelt sind, egal auf welche Weise, du mitten unter ihnen bist und reden und wirken und handeln willst, durch dein Wort, durch dein Evangelium. Amen. Ja, das ist jetzt eigentlich die dritte Bibelstunde, die sich mit dem Thema Corona-Krise beschäftigt. Manche können das Wort ja schon nicht mehr hören, aber es ist doch auch gut, dass wir von der Bibel her Orientierung und Licht bekommen und die Dinge versuchen einzuordnen. Und so war ja auch die erste Bibelstunde in dieser kleinen Reihe Corona-Krise und was jetzt? Versuch einer biblischen Orientierung. Und wir haben vor allem gesagt, dass wir nüchtern sein müssen. Man sagt ja, im Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit, weil sofort die Propagandamaschinerie anläuft. Die läuft eigentlich schon vor dem Krieg. Und natürlich, ich nehme als Beispiel mal den Ersten Weltkrieg. Die Deutschen wussten lang nicht, dass der Krieg verloren ist. Und das war ein riesiger Schock, weil natürlich immer nur Erfolgsmeldungen verbreitet wurden. Und so wie im Kriegsfall die Wahrheit das erste Opfer ist, so habe ich ein bisschen den Eindruck bei Krisen und Katastrophen die Nüchternheit. Und leider, Gott sei es geklagt, auch unter vielen Christen. Also was ich dieser Tage alles erlebe, höre und lese,
das macht mich eigentlich tief traurig. Wie wenig im Wort nachgefragt wird, wie wenig besonnen und zurückhaltend geurteilt wird. X-fach werden wir in der Bibel aufgefordert, seid nüchtern und besonnen. Also nüchtern betrachtet ist es zwar eine heftige, aber noch nicht die letzte Wehe. Wir haben darüber in dieser ersten Bibelstunde Corona-Krise eine biblische Orientierung gesprochen. Wir haben gesagt, wir sind vielleicht, ich habe das Bild von den Wehen, das der Herr hat, aufgegriffen, wir sind immer noch in der Phase der Senkwehen und noch nicht in der letzten Phase, die in der Offenbarung geschildert hat, wird, wenn man das mit den Presswehen, den Geburtswehen vergleicht. Und von daher, so hatten wir an diesem ersten Dienst gesagt, an dieser ersten Bibelstunde, sollten wir nicht Untergangsszenarien verbreiten, nicht irgendwelche Hoffnungslosigkeiten, nicht irgendwelche Dinge, die sein können oder auch nicht sein können, sondern unsere Botschaft ist die Botschaft vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir sind Hoffnungsträger, weil wir eine begründete Hoffnung haben. Und diese Hoffnung hat den Namen der Jesus, der Christus ist. Und da sind wir und sollten wir Experten sein. Hoffnung. Es gibt jemand, der mitleidet. Es gibt jemand, der nicht ratlos ist. Es gibt jemand, der weiß, wo es hingeht. Es gibt jemand, der alles in seiner Hand hat. Das dürfen wir sagen. Und das gilt ja nicht nur jetzt für diese Corona-Krise, sondern das gilt ganz generell für die Welt und auch unser persönliches Leben. Ich hatte dann diesen ersten Dienst geschlossen, beziehungsweise dazwischen mal das Bild aufgebracht von der Titanic. Weiß ja jeder, dass die Titanic am Schluss untergegangen ist, gegen Eisberg gefahren ist, also große Katastrophe. Aber ich habe gesagt, so weit dürfte es noch nicht sein, sondern wir sind jetzt auf einem kleinen Eisberg aufgelaufen. Alles wurde erschüttert und mein Verdacht ist, nur wenige lassen sich jetzt wirklich warnen. Die Lecks werden wieder abgedichtet und dann heißt es volle Pulle voraus, die Party geht unvermindert oder mit noch größerer Intensität weiter und dann kommt eigentlich die wirkliche Katastrophe. Im zweiten Dienst haben wir gefragt, wer nutzt die Krise und haben aber vor das Nutzt ein, in Klammer, benutzt die Krise gemacht. Und wir haben gesehen, dass seit den schicksalhaften Tagen des Sündenfalls die Menschen gegen Gott rebellieren, dass es auch eine Rebellion in der unsichtbaren Welt gibt. Ja, dass diese Rebellion in der unsichtbaren Welt sozusagen die eigentlichen Strippenzieher, die eigentlichen Puppenspieler sind. Das sind die, die in der Schrift als Kosmogratoren, als Mächte der Finsternis bezeichnet werden. Und es ist Paulus, der neutestamentlichen Gemeinde vor allem ans Herz legt, dass unser Kampf, unser Abwehrkampf, unser Verteidigungskampf ein Kampf gegen diese unsichtbaren Mächte ist. Nicht gegen Fleisch und Blut. Das sind vielfach, ich will nicht sagen nur Schachfiguren, aber das sind vielfach Mächtige dieser Welt, die aber selber wiederum benutzt werden und auf verschiedenen Ebenen gehalten werden und eigentlich den Plan dahinter gar nicht durchschauen. Sie wollen Gutes tun und werden doch benutzt zu manchem, was dahinter geplant ist. Ich habe das Wort aus Faust zitiert, wer glaubt, sie glauben zu schieben und sie werden doch geschoben. Dann haben wir aber auch gesehen, dass Gott über allem steht und dass bei allem Wirrwarr und bei allen Ränkespielen in der unsichtbaren Welt und bei allem auch, was in der Welt an Kämpfen, an den Machtkämpfen und Eitelkeiten ist, einer doch einen Gesamtplan hat und in dem ganzen scheinbaren chaotischen Wirrwarr seine Ziele unbeirrbar verfolgt. Und das ist unser Herr. Und er ist der, der im Regiment sitzt. Wichtig ist noch bei dieser menschlichen Ebene, dass wir nicht nur gegen sie nicht kämpfen, sondern dass wir auch nach 1. Timotheus 2 und anderen Stellen intensiv gerade in dieser Zeit für sie im Gebet einstehen. Und wir haben auch davon gesprochen, dass Daniel 9, Nehemia 9 und Esra 9 uns weisen, uns mit unter die Schuld des Volkes zu stellen. Wir alle haben gesündigt. Abgeschlossen haben wir dann, dass ja nicht nur die Feindesseite die Krise nutzt, sondern Gott auch. Es ist ein großer Ruf, in die Arme dessen zu fallen, der lebendiges Wasser hat, Wasser des Lebens,
der die Quelle des Lebens ist. Teshuva haben wir das genannt, Umkehr, dieser hebräische Begriff, dass wir ganz grundsätzlich oder auch in einzelnen Elementen umkehren und uns bei Gott bergen. Insofern sollten auch wir alle die Krise nutzen. Und auch wenn manchen das ein bisschen schwerfällt, wenn ich das so sage, ich sehe diese Krise als große, große Chance auf vielen, vielen Ebenen. Auch für uns. Gott hat die Welt in den Lockdown geführt, da hat es zugelassen. Und das ist auch eine Chance, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Jetzt kommen wir also an das Ende aller Krisen. Wir machen einen Riesensprung von den Senkvenen, der sozusagen der Geburtsvorgang in die Ausgangsposition kommt, über die Pressvenen, die die Austreibungsphase darstellen. Das ist also die 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, vor allem in der Offenbarung geschildert. Und dann kommt es ja zur Geburt eines Staates und dann kommt es zur Wiederkunft des Herrn, dann kommt es eben auch zum Reich Gottes. Und da springen wir jetzt hin. Aber mir ist es wichtig, dass wir von heute bis zur Wiederkunft Jesu Christi nach der Bibel noch ein so dicht gedrängtes Programm haben. Die Zeit ist komprimiert, sie ist gepresst, sie ist verkürzt, aber sie ist eben aufgeladen. Sie ist voller Dynamik. Das Böse reift aus, das Gute reift aus, nebeneinander. Matthäus 13 sagt der Herr das im Gleichnis. Und wenn ich Ihnen so ein paar Stichworte nenne, was noch alles in dieser Welt ablaufen muss, ehe der Herr kommt, dann merken wir, dass da noch einiges geschehen muss, ehe wir am Ende sind, am Ende dann auch der letzten Wehen und der Herr kommt, um das Reich aufzurichten. Als ersten Punkt habe ich mir dann notiert Laodicea. Und dann habe ich aber gleich dazu geschrieben, ach, da sind wir ja schon mittendrin. Das ist die Gemeinde der Lauheit und des Abfalls, die es aber gar nicht merkt. Das läuft ja schon seit Jahren und Jahrzehnten. Dann wird uns in der Schrift für die Endzeit noch von verschiedenen Schlachten um Jerusalem berichtet. Es wird berichtet von einer Invasion aus dem Norden auf die Berge Israels. Es kommt von Daniel 2 und 7 das Bild, dass ein endzeitliches Rom, Deckname Babylon, wieder erstehen wird, sichtbar da sein wird, mit einem Art Cäsar, dem Antichristen an der Spitze. Ist zwar alles irgendwo im Werden, aber es ist noch nicht so weit. Jesaja 17 spricht von der Zerstörung von Damaskus. Und wenn ich jetzt sage, dass ich davon ausgehe, dass auch ein dritter Tempel gebaut wird, weiß ich, dass das manche von Ihnen anders sehen. Das ist jetzt auch nicht so entscheidend, aber es könnte auch noch alles geschehen, bevor wirklich die letzte Zeit kommt. Und irgendwann wird auch die Entrückung der Gemeinde sein. Und wenn man dann in die super komprimierte Zeit der letzten 7 Jahre geht, da berichtet ja, wie bereits gesagt, die Offenbarung sehr viel davon. Und ich sehe das nicht nur als Bilder und ich sehe das nicht nur als, ja, man weiß es nicht genau, Gott sagt da was, aber es versteht keiner. Im Nachhinein werden wir es dann erkennen, sondern schon auch bei aller Fehlerhaftigkeit und aller Mangelhaftigkeit unseres Verständnisses doch auch Linien, die der Herr zieht. Und da wird von Babylon gesprochen, von diesen Tieren, die auch in unserem Text auftauchen, Bilder auf den Antichristen und den falschen Propheten. Da wird von 144.000 von einer Erweckung in Israel gesprochen, von einem männlichen Sohn. Da gibt es ein Mahlzeichen, da gibt es Verfolgung, da gibt es ein Bild des Tieres, da gibt es Märtyrer, da gibt es Überwinder, eine erneute Schlacht um Jerusalem. Diesmal allerdings wird die Stadt erobert. Siegel, Posaunen, Zornschale, Gericht und ganz am Ende kommt der Herr. Jetzt, Sie merken schon, das sind unheimlich viele Dinge, die können zum Teil auch parallel laufen. Das kann also innert weniger Jahre geschehen. Wissen wir nicht, wie lang der Zeitraum ist. Jedenfalls, je näher es zum Ende hingeht, desto verdichteter wird alles sein. Die Welt wird kaum zum Atemholen kommen. So weit sind wir aber noch nicht. So weit sind wir nicht. Aber wir springen jetzt an das Ende sozusagen dieser Endzeit und auch der Letztzeit, wo der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und das schildert uns Offenbarung 19. Das ist übrigens der Zielpunkt der Offenbarung. Die Offenbarung schildert nicht in erster Linie die Katastrophen, sondern es wird kurz und heftig, aber dann kommt der Herr und sein ewiges Reich. Und das ist ein wunderbares Hoffnungsgut, das wir da haben dürfen. Und wir haben ja
mit Offenbarung 19 eine Schnittstelle in der Offenbarung, denn ab Kapitel 20 wird uns dann das Reich Gottes geschildert, wie es sich auch stufenweise entfaltet. Also wir sind jetzt an einer entscheidenden Schnittstelle, an dem Zielpunkt der Offenbarung. Das Wort Gottes, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, er kommt wieder. Macht und Herrlichkeit. Und das schildert uns unser Text. Und mit ihm endet die alte Welt im Gericht und beginnt die neue Welt mit einem wunderbaren Bild der Hochzeit. Und da wollen wir jetzt einmal gemeinsam zunächst den Gerichtsteil anschauen. Und wir sehen, wenn der Auferstandene kommt, dann wird es auch Gericht geben. Und dieses Gericht wird geschildert, eingebettet in ein großes hymnisches Finale des Gotteslobes, ein vierfaches Halleluja. Es ist, ich habe schon gesagt, einer der ganz großen Marksteine im Werden der Welt, in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Also wenn man mal die wesentlichen Punkte zusammenfasst, dann müssen wir sicherlich sagen, der Anfang war, der Herr hat die Welt geschaffen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dann haben wir einen weiteren großen Markstein, ist der Sündenfall. Zunächst in der Engelwelt, dann in der Menschenwelt. Da war eigentlich alles verloren. Aber Gott selber kommt in diese Welt, das ist der dritte große Markstein. In seinem Sohn geht ans Kreuz, der Vater bestätigt das Werk und das Tun des Sohnes in der Auferstehung. Und dann haben wir diesen großen vierten Markstein, der zur Rechten sitzende Sohn Gottes kommt wieder und richtet das Reich auf und dann wird die Welt vollendet. Und wenn Sie diese großen fünf Punkte nehmen, da können Sie jetzt die einzelnen Gemeinde, Israel, Nationen, Engel und so weiter einsortieren, aber wenn Sie diese großen fünf Wegmarkierungen, Marksteine der Geschichte Gottes mit dieser Welt nehmen, dann merken Sie, Offenbarung 19, das ist ein ganz markanter Punkt. Jetzt wird es anders, auch sichtbar anders. Mit dem Kreuz ist die Wende geschafft, mit Kreuz und Auferstehung. Aber sichtbar wird das vor allem dann, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit wird. Und jetzt verstehen wir auch, warum ein großes Halleluja gesungen wird. Weil endlich dieser Gott, der die Rechts- und Heilsgrundlage gelegt hat, weil er endlich sichtbar seine Herrschaft antritt, besungen wird Gott, von dem Heil oder Rettung, die Herrlichkeit und die Kraft kommen bzw. ausgehen. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir so Gerichtstexte lesen, Gerichte Gottes recht einordnen können. Dass wir die Gerichte Gottes nicht Gott sozusagen in eine andere seiner Herzkammern schieben und sagen, das hat mit dem Gott der Liebe, des Erbarmens, des Kreuzes und der offenen Arme nichts zu tun. Nun, das wäre ein Thema für sich. Die Aufgabe der Gerichte im Plan Gottes, im Heilsplan Gottes. Aber sie haben eine Aufgabe und sie sind eben nicht getrennt zu sehen vom Heil, das der Herr letztendlich will. Und deswegen ist die Gerichtsausübung auch nicht ein blindes, wütendes, emotionsgeladenes Dreinschlagen, sondern es ist ein Gott des Rechts, des Maßes. Ein Gott, der zielorientiert ist. Die Gerichte laufen nicht irgendwie ab, nicht end, nicht sinn, nicht ziellos. Das dürfen wir wissen. Aber sie müssen sein. Sie müssen sein. In unserem Text jubeln ja die Märtyrer, dass endlich das Blut seiner Knechte gerecht wurde. Eigentlich steht hier ein Wort, dass man übersetzen müsste, er schafft ihnen Recht, er stellt das Recht wieder her. Es geht nicht, wie ich bereits sagte, um pure Machtausübung, um Dreinschlagen, jetzt ist kein Halten mehr, Gott mit hochrotem Kopf stürmt auf die Menschen ein, sondern es ist ein weinender Herr, der sagt, leider, leider muss ich jetzt Gericht üben. Bei Israel heißt es einmal bei den alten Propheten, ich werde euch das und das tun, aber mein Herz wird im Verborgenen weinen. Und so müssen wir Gott sehen, wenn er Gericht anordnet und Gericht übt. Das ist keine Freude für ihn, aber es geht jetzt nicht anders. Es ist ein Gott des Rechts. Der Rechtsstaatsgedanke ist ein zutiefst biblischer Gedanke. Gott bindet sich an sein göttliches Recht.
Gott könnte machen, was er will. Wer will ihm das versagen? Das ist ja das Problem Hiobs. Da sagt er, ich kann gegen Gott nicht antreten, aber es ist Unrecht. Nein, Gott bindet sich, was er nicht müsste. Aber er macht's. Er bindet sich an das Recht, an sein eigenes Recht. Wir haben so kleine irdische Modelle, irgendwo hing's ja dann immer, aber am Ende des Zweiten Weltkriegs haben ja die Mächte, die USA, Großbritannien, naja, Sowjetunion war ja schon sehr eingeschränkt, ist ja auch auf Befehl Stalins so manches dann schiefgelaufen, Frankreich. Aber man hat versucht, eine gerechte Justiz in Gang zu setzen und hat dann insbesondere in den Prozessen gegen die Nationalsozialisten versucht, Unrecht, soweit es noch wieder gut zu machen war, wieder gut zu machen und Strafen auszusprechen für die, die Unrecht verübt haben. Also es war plötzlich, wenige Monate, Jahre davor, wurde man für das, wofür man nachher belohnt wurde sozusagen, noch ins Gefängnis oder ins KZ geworfen oder gar erschossen. Und die, die das getan haben, hatten das Sagen. Und dann kam das Ende des Krieges, die Siegermächte waren da, die Machtverhältnisse haben sich völlig verändert. Jetzt wurde das, was vorher unterdrückt wurde, befreit und das, was unterdrückte, wurde in die Gefangenschaft genommen. Und so ähnlich ist es, wenn der Herr kommt. Es wird sich total verändern. Die, die bisher gelitten haben, Unrecht erlitten haben, Gewalt erlitten haben, vielleicht sogar gestorben sind, sie werden rehabilitiert. Und andere, die das getan haben, aber sich nie gebeugt haben über ihre Schuld, sie werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Ein Gott des Rechts. Deswegen taucht auch hier in der lateinischen Übersetzung des Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert die Justitia auf. Das war die Göttin des Rechts, das war einfach der Begriff, den die Römer dafür hatten. Justitia mit der Binde vor den Augen, der Waage der Gerechtigkeit und dem Schwert, das Recht auszuführen, ohne Ansehen der Person in Gerechtigkeit. Und die taucht hier auf. Gott ist kein Gott der Rache, sondern ein Gott des Rechts. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Augustin schreibt in seiner Schrift vom Wesen des Guten: Niemand kann dem Wesen Gottes Schaden zufügen. Noch auch kann das Wesen Gottes irgendjemand ungerechterweise Schaden zufügen. Das macht Gott nicht. Noch auch duldet es, dass jemand ungerechterweise Schaden erleidet. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, letztendlich, denn für eine gewisse Zeit duldet es der Herr schon, aber nicht auf Dauer. Es kommt der Tag, wo die Gerechtigkeit Gottes eingeführt wird. Und nun wird in diesem Kapitel eben das Gericht auch in der Weise geschildert, die widergöttlichen Mächte, die nicht hören wollten. Wir haben immer wieder in der Bibel Aufrufe, umzukehren, sich vor Gott zu beugen, die Realität anzuerkennen. Und gerade in der Offenbarung redet der Herr sehr deutlich. Und das heißt mehrfach in der Offenbarung, sie beugten sich aber nicht, sondern sie lästerten den Gott und hörten nicht auf mit ihren Zaubereisünden, ihrer Pornografie, ihrem Morden. Sie werden also noch aggressiver und gehen noch aggressiver gegen Israel, gegen die Juden und gegen solche vor, die das Jesuszeugnis haben. Und dann kommt der Herr. Und er kommt ganz anders, wie das auf den Hirtenfeldern in Bethlehem den Hirten dann später in Bethlehem selber gezeigt wurde. Also in den Hirtenfeldern wird ihnen die Botschaft gebracht, der Herr der Welt ist geboren. Er kommt nicht mehr als Baby, sondern er kommt als Pantokrator, als Allherr auf einem weißen Pferd reitend, richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, hat viele Kronen. Ein Name ist das Wort Gottes, hat aber auch noch andere Namen. Ein Heer des Himmels folgt ihm. Auch die zuvor entrückte Gemeinde wird irgendwo dort dabei sein. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und Irenäus von Lyon sagt zu Recht, dieser Herr, der dort geschildert wird, reitend auf dem Schimmel in Offenbarung 19, das ist der Jesus der Evangelien, der Logos des Johannesevangeliums, der Stein von Daniel 2 und vor allem das Lamm von Offenbarung 5.
Und am Ende, da schildert uns unser Text auch, haben wir einen vollkommenen Wahnsinn. Die Verblendung, die Dämonie wird sich so steigern, dass die Führer der Welt, hier der satanisch inspirierte Antichrist und sein Goebbels, dass sie sogar Krieg führen wollen gegen den wiederkommenden Herrn. Martin Luther ist ja in seinen letzten Lebensjahren ja etwas resigniert gewesen über den Verlauf der Reformation. Ich habe es gerade gestern nochmal nachgelesen. Er schreibt von der Enttäuschung, dass sich weder das Reich reformieren lässt, noch die Dinge, ich will es mal so zusammenfassen, so laufen, wie er das gern gehabt hätte. Und er sieht eine dunkle, dunkle Zeit nach sich heraufziehen. Nebenbei gesagt, er hat sich da geirrt. Es war noch nicht das nahe Weltenende. Da merken wir schon, wie vorsichtig auch wir sein müssen. Das kann noch mal ganz anders kommen, wie wir das gedacht haben. Vorsicht. Also er dachte, meine armen Kinder, nach mir geht's also nur noch den Berg ab. War dann nicht so. Es gab zwar schlimme Dinge. Aber zurück zu Martin Luther und seiner Erwartung. Er sagte, wenn Gott Gericht üben will, dann nimmt er als erstes den Verstand. Das ist die erste Gerichtsmaßnahme Gottes, dass sozusagen wer lang genug Nein gesagt hat, dass der verfinstert auch in seinem Denken. Das ist die erste Stufe des Gerichts, bevor dann andere Gerichtsformen über die Menschen kommen. Er sah dann eben auch den Türkensturm als Handeln Gottes einer unbußfertigen Welt gegenüber. Also und diese Verblendung wird immer mehr sich steigern, verrückte Dinge. Wir haben auch hier wieder ein Modell im Nationalsozialismus, ist ja unfassbar, der Krieg war längst verloren, aber die meisten sind umgekommen in den letzten 2-3 Jahren nach Stalingrad. War doch verrückt. War doch verrückt, der Krieg war längst verloren. Aber die Verblendung hat noch möglichst viel ins Verderben und ins Unglück gestürzt. Nun, bei unserem Text gibt es gar keine Schlacht, sondern die beiden Hauptfiguren werden gefangen genommen, in den Feuersee geworfen und die anderen kommen auch ins Gericht. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil, dem eigentlich wichtigeren Teil. Wir haben gesagt, wenn der Herr kommt, dann schafft er Ordnung, dann schafft er Recht. Er schlägt nicht rein, aber er übt Gericht, gerechtes Gericht und Rehabilitation, Wiedergutmachung. Und das wird uns alles auch in der Offenbarung geschildert. Und jetzt kommt dieser wunderbare Neuanfang. Also erst wird sozusagen werden die Trümmer der alten Welt aufgeräumt, damit man auf einer Gerechtigkeitsgrundlage, die zutiefst das Kreuz ist und die Gnade und die Auferstehung des Herrn, das ist klar, aber auch in diesen vorläufigen Stufen des Gerichtshandelns Gottes, dass man eine neue Welt bauen kann. Es ist ja schon so im Hausbau, man kann nicht auf Trümmern ein neues Haus bauen. Also gerade so wie eine Bombe ein Haus zerstört hat, dann baut man einfach das nächste drauf, sondern es muss erst sauber weggetragen werden, die Dinge müssen geordnet werden und dann kann man auf diesem Fundament neu bauen. Und das macht der Herr auch. Und jetzt haben wir den Auferstandenen, der wiederkommt und wir haben dieses wunderbare Bild der Hochzeit. Was für ein Bild, das für sich selber spricht. Gibt es etwas, was noch mehr für Liebe, Innigkeit, Gemeinschaft, Leben, Lebensmehrung, Lebensentfaltung stehen kann als die Hochzeit? Die Hochzeit ist ja ein Doppelpunkt und kein Schlusspunkt. Also der frühere Hausvater, der Vorgänger von Andreas Schäfer, Manfred Mössinger, hat ja uns neben hunderten anderen Paaren getraut, meine Frau und mich. 1987, das ist also auch schon ein paar Jährchen her, und er hat nicht gesagt, und das ist uns jetzt inzwischen nach 34 Ehejahren, oder habe ich jetzt verrechnet, ja, so in die Richtung 33, ist uns das auch klar, dass 1987, da war nicht ein Schlusspunkt, sondern da war ein Startpunkt. Und unsere Beziehung ist gewachsen und intensiver und inniger geworden, reifer. Und sie hat in diesem Sinn Leben hervorgebracht. Gott hat uns Kinder geschenkt. Und so müssen wir das sehen. Die Wiederkunft des Herrn ist nicht ein Schlusspunkt, jetzt ist erledigt,
sondern es ist ein Doppelpunkt. Es ist gleichsam ein Paukenschlag der Freude, der Feier des Lebens. Was für ein Zeichen. Startschuss für ein Miteinander. Ich habe schon manches Mal auf eine jüdische Hochzeit hingewiesen. Was für eine Freude und was für eine Feier. Ist immer so schön, die orthodoxen Juden, die Haredim und andere, die ja für unsere Verhältnisse irgendwie sehr ernst und so wirken. Aber die können sich derart freuen bei den Festen Israels. Da wird sogar Freude geboten. Es gibt sogar ein Fest, da wird doppelte Freude geboten. Du sollst dich freuen. Es gehört zum Wesen Gottes. Freude, Friede, Leben. Nun, die Hochzeit ist das Bild des Lebens, der Freude, des gemeinsamen Startes. Und es ist natürlich auch das Bild, dass der Bräutigam die Braut heiratet. Und ich darf darin, und da wollen wir nicht streiten, ich weiß, viele von Ihnen sagen, das ist doch die Gemeinde. Wir denken, es ist Israel und die Gemeinde gehört zum Bräutigam. Aber wie auch immer, alle drei gehören dazu. Und in der Bibel wird ja die Wiederkunft Jesu Christi zusammengeschaut mit der Erneuerung Israels. Paulus sagt, Israel ist Verstockung, auferlegt oder Beiseitesetzung, bis, also nicht für immer. Die Gemeinde, die Kirche hat Israel nicht ersetzt, sondern die Gemeinde ist sozusagen der Leib des Christus, der dazwischen eingeschoben wurde. Und wenn der Leib des Christus durch Entrückung beim Herrn ist und vollendet ist, dann wendet sich Gott wieder seinem Volk zu. Und so sagt Paulus, Römer 11, 26, ganz Israel wird errettet werden, wie geschrieben steht, es wird ein aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob, das ist das fleischliche 12-Stämme-Volk, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Dies ist für sie der Bund von mir, der neue Bund. Ja, was ist der Bund? Jeder, der sich bemüht, kann in diesen Bund eintreten. Jeder, der ein rechtschaffener Mensch ist, Jude, kann ihn zur Hochzeit zugelassen werden. Nein, es heißt, dies ist für sie mein Vertrag, mein Zuspruch, mein neuer Bund, sage ich, wenn ich ihre Sünden wegnehme. So kann es was werden. Gemeinschaft mit Gott, Gott erkennen, Gott lieben, geht nur, wenn er vergibt. Das gilt für die Gemeinde, das gilt für Israel, das gilt für alle Menschen. Also das ist eine Feier des Lebens, eine Freude über diesen Gott, diesen gnädigen und barmherzigen Herrn. So beginnt das Gottesreich. Abel, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, die Königin von Saba, Daniel, David, Hiob, Mose, Paulus, Petrus, Johannes, der Schächer, alle werden sie da sein. Ich freue mich schon auf die Gespräche, ich habe auch so einige Fragen. Ich sage gern, beim Mann wird eine Schlange sein, aber wir haben ja Zeit. Aber alles wird überstrahlt von der Sonne des Lebens, Jesus. Also die Hochzeit ist nicht Schluss, sondern Doppelpunkt. Und von dieser Vereinigung in Liebe geht nun ein Lebensstrom im werdenden Reich Gottes aus. Man hat Ja gesagt. Eine Ehe ist auf Wachstum angelegt. Wenn Israel den erkennt, den sie durchstochen haben, dann wird es auch geistliche Kinder geben. So sagt es auch Paulus gerade im angesprochenen 11. Kapitel des Römerbriefes. Wenn schon habe ich jetzt ergänzt, wenn schon ihre Verwerfung, zeitweise Beiseitesetzung, wenn schon ihre Verwerfung Versöhnung der Welt ist, was wird erst die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Dann geht's erst los. Dann ist das, was wir bisher haben, ich will nicht sagen nur Vorgeplänkel, die Gemeinde spielt eine zentrale Rolle im Heilsplan Gottes, aber ins Volksmäßige, in größere Gruppen hinein geht's erst, wenn Israel als Licht für die Völker beim Herrn, dem wahren Licht, dem Messias, angekommen ist. Von Gott erkannt werden ist Leben, Gott kennen ist Leben,
Gott tiefer kennen ist mehr Leben, ist Lebensmehrung. Und das ist das Ziel der Bibel, das Ziel der Wege Gottes, dass wir von Herzen zu ihm kommen und umkehren und erkennen, in ihm haben wir das Leben, das wirkliche Leben. Und wenn wir jetzt auf die Schlussgerade einbiegen, dann wollen wir mal innehalten, wen heiratet denn da der Herr Jesus? Da kann man ja eigentlich nur staunen. Das Alte Testament, auch das Neue, aber das Alte hauptsächlich, schildert ja unheimlich breit die vielen Sünden und Fehler Israels. Also, wenn man da Strichliste führen würde, positiv, negativ, da bräuchte man auf der negativen Seite viel Platz. Auf der positiven Seite gäbe es auch ein paar Dinge, Menschen, die den Herrn wirken ließen in ihrem Leben. Aber die negativen Spalten wären sehr gefüllt. Was hat Israel doch alles getan? Wie hat es Gott immer wieder verlassen, enttäuscht? Welche Sünde haben sie nicht getan? Aber Israel ist das Modellvolk für die Welt. Denn Gott sagt, und wenn deine Sünden rot sind, sie sollen weiß werden wie Schnee. Ich will dir, das ist mein Vertrag, das ist mein Zuspruch, das ist mein Bund mit dir. Ich will dir alle Sünden vergeben. Wo? Am Kreuz. Da ist das geschehen. Da ist die Rechtsgrundlage gelegt. Und da darf Israel etwas erfahren, was es dann, wie die Gemeinde auch, hinein in die Völkerwelt tragen darf. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist Liebe, Gott ist ganz anders, wie wir gedacht haben. Entschuldigen Sie die Wortwahl, es lohnt sich, zu Gott zu kommen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und dieses Wunder der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit wird hier im Bild der Hochzeit geschildert. Weiß ja nicht, wie Sie, wenn Sie verheiratet sind, Ihre Frau oder die Frau den Mann ausgesucht hat, ob Sie geguckt haben, wer saß am längsten im Gefängnis, wer ist der Liederlichste im ganzen Ort, wer hat jeden schon mal betrogen, wer ist eigentlich zu nichts zu gebrauchen und ziemlich heruntergekommen. Und dann haben Sie gesagt, das ist der Richtige, das ist die Richtige. Da fasst sich ja jeder an den Kopf. Und der Herr sagt, das ist meine Wahl. Das ist meine Wahl. Und jeder, der Augen im Kopf hat und Ohren, die hören, weiß, das sind Bilder auf uns alle. So sind wir alle. Die sind nicht besser und die sind nicht schlechter. Aber so ist der Herr. Und das ist die Botschaft der Bibel, des Evangeliums. Nicht, was wir für tolle Menschen sind, sondern wie der Herr ist. Und das wird hier deutlich, ein Gott des Erbarmens. Und dieses Wunder der Liebe wird ausdrücklich betont, das ist wahrhaftig, Worte Gottes, sie sind wahr. Kann man gar nicht glauben. Doch, kann man glauben. Kann man glauben. So ist es. Die Hochzeit ist ein Wunder der Liebe. Und das ist die wunderbare Botschaft, die auch heute schon aus dieser zukünftigen Hochzeit auf uns hineinwirken darf. Es gibt eine Zukunft mit Jesus. Mag deine Vergangenheit, vielleicht sogar noch deine Gegenwart, so dunkel auch sein, dass du denkst, es ist hoffnungslos. Und der Teufel aus allen Lautsprechern tönt, du bist ein hoffnungsloser Fall und mit dir möchte keiner und vor allem auch Gott nichts zu tun haben. So ruft Gott doch noch aus mehr Lautsprechern und doch, du bist meine Wahl. Meine Arme sind offen. Und dies ist mein Bund mit dir, dass ich dir deine Sünden vergebe, dass ich dich von deinem Unflat abwasche. Wenn eure Sünden, ich zitiere dieses Wort aus Jesaja 1 nochmal, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Und da bin ich froh, dass das so ist. Sie auch? Sonst hätte ich gar keine Chance. Es ist ein Heiland für Sünder, ein Arzt für Kranke. Nicht ein Herr der scheinbar Vollkommenen und scheinbar Guten, sondern Herr des Erbarmens und des Mitleids mit den Menschen. Und so ist auch Hoffnung für uns. Martin Luther hat in seinem Haus in Wittenberg verschiedene Dinge an die Türpfosten und Querbalken geschrieben oder schreiben lassen. Und ein Spruch lautet, ganz groß, wenn man hineinkommt,
Niemand lasse den Glauben, also das Vertrauen, die Hoffnung daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat will. Also er will damit sagen, und wenn dich alle abgeschrieben haben und du dich selber abgeschrieben hast, Gott nicht. Eine große Tat, eine Tat der Gnade und des Vergebens. Und vielleicht sind sie in einer tiefen Lebens- und Glaubenskrise und sie fragen sich, ob Gott sie noch wirklich liebt. Und der Herr sagt, im Namen Jesu, du darfst neu anfangen. Dies ist mein Bund mit dir, dass ich dir deine Sünden vergebe und meine Arme sind offen für dich. Vielleicht haben sie ein laues Glaubensleben in den letzten Jahren geführt und wagen kaum noch den Blick nach oben, aber der Herr sagt, dies ist mein Bund mit dir, deine Sünden sind dir vergeben, meine Arme sind offen. Vielleicht haben sie Sünden, die sie kaum auszusprechen wagen, und der Herr sagt, dies ist mein Bund mit dir, deine Sünden sind dir vergeben, meine Arme sind offen. Der Herr ging auf dem Weg nach Jerusalem bewusst durch Samaria. Johannes schildert uns das. Die Samaritaner galten den Juden als unrein, als Mischvolk. Manche haben sogar von dämonisch gesprochen. Und eine Frau war per se in der Vorstellung mancher im Judentum nun nicht ganz so die richtige Gesprächspartnerin für einen frommen Mann. Und was macht Jesus? Statt dass er Samaria umgeht von Galiläa auf dem Weg nach Jerusalem oder möglichst schnell durchmarschiert, geht er nach Samaria und kommt am Jakobsbrunnen mit dieser Frau ins Gespräch. Und was ist das für eine Sünderin? Der Herr sagt sie ja liebevoll, aber klar auf den Kopf, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Die Jünger sind erstaunt, dass er sich als frommer Jude, er war an den Gebetsquasten und so weiter zu erkennen, dass er das überhaupt da durchgeht, dass er mit einer Frau unterhält und dass er dann auch noch auf ihre Bitte und die der Menschen in der Stadt dort bleibt. Aber warum macht Jesus das? Weil genau das zum Ausdruck kommen soll, ich muss durch Samaria gehen, damit ich dir begegne, du Verlorene und in deinen Augen hoffnungslos Verlorene. Und so müssen sie vielleicht nur deswegen diese Bibelstunde hören, weil der Herr da ist und sich aufgemacht hat, um ihnen zu begegnen. An einem Ort, wo manche Fromme jetzt negativ gemeint, gar nicht hingehen, da begegnet ihnen Jesus. In der Soße ihres Lebens, ihrer Schuld und ihrer Sünde. Im Dreck des Lebens. Das ist keine Theorie. Er ist herabgestiegen, ist Mensch geworden, in den größten Schmutz dieser Welt gekommen, am Kreuz grausam gelitten, um uns Samaritanern zu begegnen. Er musste durch Samaria und so begegnet er ihn auch heute. Ich weiß nicht, wie es in ihrem Leben gerade aussieht, aber ich weiß, sie können neu anfangen. Sie können jetzt schon eine Hochzeit der Liebe und der Freude haben mit dem, der Sünden vergibt und dessen Arme offen sind. Und dann ist für sie die ganzen Krisen dieser Welt immer noch da, aber sie sind nicht mehr so übermächtig, sondern sie haben Hoffnung und Ziel und das wünsche ich ihnen. Amen. Wollen beten. Vater der Liebe, des Erbarmens und der Gnade, wir danken dir, dass du so bist. Wir danken dir, dass du das uns immer wieder nahe bringst. Wir danken dir für diese Botschaft des Friedens, des Evangeliums, diese Botschaft, die aufatmen lässt, diese Botschaft, die Leben ermöglicht. Diese Botschaft, die die Tür nicht schließt, sondern die Türen öffnet, das Tor zum Leben. Danke, dass bei dir Gnade ist. Danke, dass bei dir Vergebung ist. Danke, dass deine Vergebung und Gnade für alle reicht und dass du gestorben bist, um Sünder selig zu machen. Du bist ein wunderbarer Herr und unser Herz jubelt dir zu und wir freuen uns an dir und preisen und loben dich. Amen.
Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Mit diesem Lied wollen wir fortfahren, bevor wir uns dann unter ein Wort des Segens stellen. Erheben und uns unter ein Wort des Segens stellen. Dem aber, der euch kann behüten vor dem Straucheln und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit, unsträflich mit Freuden, dem einen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Einen guten Abend noch und wir hören noch auf ein Schlusslied oder ein Nachspiel. Lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in meiner Hand.
hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen,